Ich befasse mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Exorzismus, da ich, aber auch viele andere davon betroffen waren. Und ich lese mich auch diesbezüglich einen Lektüren, die diese Themen behandeln, von katholischen Pfarrern. Natürlich hat man nicht immer in einer Extremsituation einen Pfarrer zur Hand, die einen glauben nicht an das Böse, die oder verdrängen es oder stellen sich dem nicht. Auf jeden Fall sollte mal jemand unter eurem Freundes- oder Bekanntenkreis mit diesem Thema zu tun haben und tatsächlich nicht weiter wissen, kann ich nur empfehlen, sich täglich zu weihen, am besten in Schutz von Erzengel Michael zu weihen, bewusst sich ihm anzuschließen und mit ihm zusammen den Kampf gegen bösartige Energien zu führen. Ich persönlich empfehle, denen ganz klar entgegenzutreten und ihnen mit Verbrennung zu drohen. Und das kann man unterstützen, indem man zum Beispiel Kerzen anzündet, weiße Kerzen anzündet und seine Konzentration darauf richtet und ihnen wirklich die Verbrennung dann praktisch wünscht. Das hat tatsächlich immer gut geklappt, habe ich festgestellt. Und mit Erzengel Michael kann man bestens gerüstet den Tag, also ein Gebet am Tag oder am Abend, morgen ist immer, also morgens am besten, ist auch mentale Stütze für den Tag, der kommen mag. Und sich bedanken natürlich. Und was auch sehr wichtig ist, auch zu segnen. Also nicht nur sich weihen, sondern auch sich selbst zu segnen und andere zu segnen. Das ist mit eines der Erfahrungsberichte, die ich letzten Jahre erfolgreich beobachten konnte und wo ich gerne weitergeben möchte, dieses Wissen.